Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der letzten Dekade hat das Bundesverfassungsgericht zweimal, lieber Kollege Dr. Oppendrenk, den Gesetzgeber, den Bund, aufgefordert, die Erbschaftssteuer gerechter zu machen und hat zweimal die pauschalen Ausnahmeregelungen für grundgesetzwidrig erklärt. Und die Große Koalition hat nach dem letzten Urteil fast anderthalb Jahre gebraucht, um einen Gesetzesentwurf vorzulegen. Und deswegen ist es völlig unverständlich, wie Sie sich hier im Landtag Nordrhein-Westfalen an das Pult stellen können und der Landesregierung dann vorwerfen, sie hätte über Wochen und Monate geschwiegen, wenn die Große Koalition wegen den Alpen-Ayatollahs, die alles ins Getriebe geworfen haben, diese Erbschaftssteuer zu kassieren und klein zu machen, wenn sie sich in der CDU gegen die nicht durchsetzen können. Das ist nun wirklich der Treppenwitz der Geschichte, lieber Kollege Markus Oppendrenk. Das, was die GroKo uns da vorgelegt hat, das war meilenweit von dem entfernt, was das Bundesverfassungsgericht an Ansprüchen festgelegt hat. Die Regelungen wurden noch komplizierter, die pauschalen Begünstigungen von Erben bei Betriebsvermögen wurden beibehalten und Betriebsvermögen im Millionenumfang wurden pauschal ohne Bedürfnisprüfung weiter geschont. Meine Damen und Herren, da geht es auch nicht um die kleinen und mittleren Unternehmen, da geht es auch nicht um Arbeitsplätze. Wer der Meinung ist, dass wir Betriebsvermögen bis zu 90 Millionen ohne Bedürftigkeitsprüfung generell verschonen, der hat nicht den mittleren Handwerksbetrieb in Nordrhein-Westfalen im Sinn. Es ging darum, dass die CSU die Maut fürs Bierzelt hat und dass Seehofer für die Schickeria in München die Erbschaftssteuer kassiert. Darum ging es, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die CDU hat uns hier vor der Sommerpause auch noch versucht zu drängen, diesen Murks mitzutragen, weil sie nicht alleine in diesem Boot sitzen wollte, weil sie nicht alleine dastehen wollte, Handlanger der CSU zu sein. Und das können Sie ohne uns machen. Und ich muss wirklich sagen, nach den Ausführungen von Herrn Dr. Oppendrenk und von Herrn Witzel, fällt es mir schwer zu sagen, aber ich bin näher bei Herrn Witzel. Und ich muss auch sagen, Herr Kollege Oppendrenk, ja, das ist bemerkenswert in der Tat. Aber deswegen sage ich das auch noch mal hier. Man muss aber auch sagen, lieber Kollege Markus Oppendrenk, so wie Sie hier jetzt in einer Leichtigkeit über diese zwei grundsätzlichen Urteile des Bundesverfassungsgerichts hinweggegangen sind und das auch noch verteidigt haben, dann kann ich Ihnen sagen, Sie machen sich auch unglaubwürdig, wenn Sie an anderen Stellen hier im Hause, so wie eben in der Fragestunde, immer auf Gerichte und Urteile verweisen. Das ist unglaubwürdig. Herr Kollege Abel, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Dr. Oppendrenk zulassen? Ja, immer sehr gerne. Ja, herzlichen Dank dafür, dass ich hier nachfragen darf, ob Ihnen bewusst ist, dass bei der Frage der 90 Millionen es nicht um einen Firmenumsatz in einem Jahr geht, so wie das immer erzeugt wird als Gegenargument, sondern um eine Bewertung, die aufgrund der sehr niedrigen Zinslage jetzt eine steuerliche Festsetzung ist, die nun bei weitem nicht riesige Unternehmen und Konzerne betrifft, sondern mittlere und größere Mittelständler aufgrund des Bewertungsfaktors auch schon umfasst. Bitte schön, Herr Kollege Abel. Ich würde am liebsten mit einer Gegenfrage antworten, aber ich sage einfach, ja, das ist bewusst. Aber Ihnen sollte auch bewusst sein, dass das Bundesverfassungsgericht in beiden von mir erwähnten Urteilen diese pauschale Befreiung ohne die Bedürftigkeitsprüfung als verfassungswidrig erklärt hat. Und diese Systematik wird erneut durchbrochen. Und wenn man anderthalb Jahre Zeit hatte und dann auch noch mit einer satten Mehrheit der Großen Koalition und das Gericht in dieser Art und Weise missachtet, dann kann ich nicht anders, als zu sagen, das ist Murks und das entspricht nicht unseren Vorstellungen. Unsere Vorstellung von gerechten Erbschaftssteuern, da haben wir eine Einigkeit, auch über, glaube ich, die Parteigrenzen hinweg. Natürlich sollen dann bei Betriebsübergaben, es muss Ausnahmen geben für die Firmen, die sich das dann nicht leisten können, dass eine Übernahme des Betriebes im Falle einer Erbschaft nicht verunmöglicht wird. Wir brauchen die Ausnahmen, aber das kann man doch nicht pauschal machen bis zu einem Vermögen von 90 Millionen. Das ist nun wirklich ganz klar in den Urteilen. Die Verbesserung, die unser Finanzminister gemeinsam auch mit der grünen Finanzministerin Monika Heinold aus Schleswig-Holstein erreicht hat, haben diesen Kompromiss näher an das gebracht, was das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber als Hausaufgaben aufgegeben hat. Und es ist gemessen am Ausgangspunkt und der von mir erwähnten Blockadehaltung der CSU ein großer Erfolg. Ich denke da etwa an die Stundungsregelung, ich denke an die versteckten Luxusgütern. Herr Zimkalt hat die Oldtimer-Sammlung
erwähnt. Ich denke aber auch an die Verschärfung des Ausschüttungsverbotes. Ob diese Verbesserungen ausreichend sind, den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts entsprechen, das bleibt abzuwarten. Die Klagewahrscheinlichkeit ist hoch und die Anforderungen an eine gerechte Erbschaftssteuer sind jedenfalls dadurch nicht erfüllt. Wir werden deswegen weiterhin als Fraktion und auch als Partei dafür einstehen, dass Vermögen und Erbschaften stärker als bisher einbezogen werden in die Finanzierung unserer gesamtstaatlichen Aufgaben, in die Finanzierung für gute Schulen, in die Finanzierung für gutes Straßennetz, für ein gutes Schienennetz und in wichtige Zukunftsaufgaben. Und dafür werden wir streiten. Und ein letzter Punkt will ich zum Schluss noch sagen. Da hat Herr Kollege Witzel auch recht. Was muten Sie eigentlich an Rechtsunsicherheit für die kleinen und mittleren Unternehmen, die vielleicht kurz vor einer Unternehmensnachfolge stehen, zu? Das Bundesverfassungsgericht wird sich erneut damit befassen. Und ich glaube, dass die Kollegin Britta Hasselmann aus dem Deutschen Bundestag recht hatte. Sie hat damit geschlossen. Damit will ich auch schließen. Das hier ist die Erbschaftssteuerreform vor der nächsten Erbschaftssteuerreform. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.